Willkommen zurück, meine hochverehrten Zuschauerinnen und Zuschauer. Es ist mal wieder soweit. Total War Warhammer 3 News Zeit. Und wenn ihr keine News mehr verpassen wollt, abonniert doch einfach den Kanal. So, heute in diesem Blog-Eintrag von Creative Assembly geht es um das vollständige Armee-Roster, mit dem die Armeen und die Dämonenarmeen, um genau zu sein, Zinsch, auf das Schlachtfeld laufen werden. Und für alle Leute, die das, wie ich, das Warhammer Fantasy-Regelwerk der, glaube ich, 8. Edition haben, werden erfreut sein. Und alle Leute, die rosa Horror lieben, werden ebenfalls erfreut sein, denn die halbe Armee sind rosa Horrors, was ich ganz unterhaltsam finde. Weitere interessante News vorweg. Wie auch schon in meinem anderen Blogpost erwähnt, ich verlinke sie euch oben rechts beim i, wird die Zinsch-Armee mit nachladbaren Schutzschilden ausgestattet sein, was sie zu einer extrem schnellen und idealen Hit-and-Run-Armee macht. Wahrscheinlich noch deutlich besser, als das bisher bei den Waldelfen der Fall gewesen ist. Ziemlich cool. Für euch habe ich übrigens auch, also wie gesagt, eine Playliste oben rechts beim i gemacht. Könnt ihr einmal drauf gucken, wenn ihr alle Warhammer News aus der Vergangenheit sehen wollt. Da gibt es unter anderem auch das Khorne-Armee-Roster und das Katai-Armee-Roster zu sehen. Und es gibt übrigens eine neue Musik, die ich jetzt hinterlegt habe unter diesem Video. Schreibt gerne mal einen Kommentar, wie ihr denn diese Musik findet im Vergleich zu denen davor. So, aber genug davon, springen wir direkt rein. Ich muss kurz noch meinen Partnershop schildern. Falls ihr Total War 3 vorbestellen wollt, könnt ihr es bei meinem MMOGA-Link in der Videobeschreibung machen. 50€ anstatt irgendwie 60 bei Steam. Gibt es auch Cyberpunk momentan echt günstig für 20€ im Angebot. Und Age of Empires und so ein Gedöns. Falls ihr euch eh was kaufen wollt, könnt ihr es auch da machen. Okay, aber genug davon. Wir springen rein in die verschiedenen Einheiten. Und ich kann euch sagen, es gibt eine ganze Menge pinke Horror. Geiles Zeug. Und mir ist außerdem aufgefallen, dass hier in diesen Blogpost-Einträgen immer der erste Absatz über die Einheit direkt aus diesem Warhammer Dämonen des Chaos Regelbuch kommt. Das ist mir deswegen aufgefallen, weil ich den Text unter anderem über den Flammenwerfer des Zinsch, den Feuerdämon des Zinsch gemacht habe. Und da stand zum Beispiel auch dasselbe drin, direkt am Anfang. Auch da Verlinkung beim I Feuerdämon, schreibe ich mir noch auf, 2 Minuten 30. Jetzt müsste es aufpoppen. Boom. Okay. Die Armee wird angeführt, also die Fraktion wird angeführt, wie wir es alle wissen, nicht von einem pinken Horror unglücklicherweise, sondern von einem, dem legendären Herrscher des Wandels, nämlich Kairos Schicksalsweber. Und der wurde in seiner Kindheit nicht in den Zaubertrank geworfen, oder er ist nicht in den Zaubertrank gefallen, sondern er ist in, was ist das, in den Brunnen der Ewigkeit gefallen, steht hier in meinem Warhammer Armeebuch. Und seitdem hat er zwei Köpfe und sieht mit dem einen Kopf die Zukunft, mit dem anderen die Vergangenheit, weiß aber nicht, was in seiner näheren Umgebung abgeht und ist das Orakel des Zinsch. Er beherrscht zwei Lehren der Magie, nämlich die Lehre des Zinsch und die Lehre des Metalls, wie wir es ja auch schon bei dem momentan Zinsch-General haben, den es momentan schon bei Total War Warhammer gibt. Neben diesen Zaubersprüchen, die er dabei hat, wird er einige Fähigkeiten dabei haben, die diesen Herrscher des Wandels, diesen legendären Herrscher des Wandels zu genau der Art von legendärem General haben, er macht, die wir bei Total War Warhammer so lieben. Also Creative Assembly weiß mittlerweile, wie sie ihre legendären Generäle machen muss, damit die auch gespielt werden. Dieser legendäre General hat nämlich dabei Gegenstände, mit denen er einmal Gaze of Fate durchführen kann. Damit kann er gegnerische Einheiten verlangsamen und also Netzspruch, super genial, wollt ihr immer haben, macht euch extrem kompetitiv in manchen Situationen. Dann hat er noch eine Fähigkeit, die ist ganz nett, Staff of Tomorrow, damit kann er seine Zauberspruch-Cooldown reduzieren und noch viel interessanter, nämlich Heilung. Fragmente der Magie, damit erlaubt es, wird es Kairos Schatten, Schicksalswächter, Zinsch, Hand, Hüter der Vorsehung und Kairos Schicksalsweber, Orakel des Zinsch, möglich sich einen Zauberspruch oder Fragmente aus anderen Zauberspruchlehren rauszunehmen. Und das erlaubt ihm dann verschiedene Sprüche aus irgendeiner anderen Magie zu haben. Und welche nehmt ihr dann? Na, ihr habt eine Hit-and-Run-Armee, die sowieso super schnell ist und sogar irgendwelche Schilde hat, die sie schützt. Ja, natürlich nehmt ihr Heilung dabei. Okay, ihr habt einen legendären General, der hat Netz, der hat Heilung.
Der kann übrigens auch noch fliegen, klar, und auch landen. Mwah. Wundervoller General. Also Creative Assembly, gute Arbeit hier mit ihren Generalen. Gute Arbeit. Also der wird schon mal ziemlich stark, da bin ich mir sicher. Dann gibt's den Exalted Lord of Change, also das ist der nicht legendäre General, der Kairos, das ist halt ein normaler Herrscher des Wandels, nicht legendär. Insofern wird er halt ein bisschen schlechter sein oder in irgendwie anderes ein bisschen weniger kosten und nicht vielleicht nicht ganz so viel können wie unser guter Schicksalsweber. Aber auch der wird in der Lage sein, mit der Lehre des Metalls und der Lehre des Zinsch in die Schlacht zu kommen. Und die Lehre des Zinsch besteht aus 1, 2, 3, 4, 5, 6 Zaubersprüchen, wie die ganzen anderen Lehren auch. Es gibt das blaue Feuer, das pinke Feuer des Zinsch, es gibt den Verrat des Zinsch, gleißende Magie, Zinsch Feuersturm und das infernale Tor. Und alle diese Zaubersprüche machen entweder direkt Schaden oder debuffen den Gegner. Also sehr, sehr aggressive Magie. Und nur Kairos Schattenweber selbst kann ja dann die Heilung mitnehmen, wenn man sie haben möchte. So viel zu den Generälen. Kairos Schattenweber plus seine billigen Kopien. Dazu gibt es den ersten Horror, den wir hier sehen. Und zwar ist der erste Horror der Herald des Zinsch. Der sieht so ein bisschen aus wie eine Kartoffel. Mr. Kartoffelkopf, erinnert er mich wirklich daran. Und der ist der erste rosa Horror, der hier auch in meinem Büchlein drin steht. Genau, da steht er. Also der Herald des Zinsch ist ein rosa Horror, der schon ein bisschen länger kämpft, der auch schon ein bisschen zaubern kann. Es ist ein Zaubererheld und der Zaubererheld wird in der Lage sein, auch das Metall, die Lehre des Metalls oder die Lehre des Zinsch mitzubringen. Also richtig viel Magie hier in der Armee. Das heißt, wir wissen ja auch, es kommt ja bestimmt auch bald der Blog-Eintrag, in dem darüber geredet wird, wie die Magie generell, die funktioniert. Die würde ja anders funktionieren bei Total Roma 3, da ist eine Überarbeitung versprochen worden. Und gerade Armeen mit mehreren Spellcasters, mit mehreren Zauberern sollen irgendwie durch diese neue Überarbeitung auch profitieren können. Bin ich mal gespannt, wie das Ganze dann nachher aussieht. Auf jeden Fall auch hier wieder nochmal die Lehre des Metalls und die Lehre des Zinsch. Dazu kann er ausgestattet werden mit einem Reittier. Das ist entweder diese Scheibe des Zinsch, die wir auch schon in dem Trailer zu Total War Warhammer gesehen haben, zu der Zinsch-Armee, oder einem brennenden Streitwagen, der durch die Luft fliegen kann. So, neben diesem Helden, dem Herald des Zinsch, gibt es den Kultisten des Zinsch. Halt, Moment mal. Der Herald des Zinsch, ich sehe es ja gerade, der ist gar kein Held, sondern das ist sogar ein General. Das heißt, ihr könnt auch so einen kleinen rosa Horror als General mitnehmen. Habe ich gerade mal ein bisschen verpeilt, das tut mir leid. Also das ist tatsächlich ein General, aber wer will den schon mitnehmen? Okay, wenn ihr günstig in die Schlacht gehen wollt, dann wird sich das unter Umständen lohnen. Okay, neben dem Herold des Zinsch gibt es dann noch Kultisten des Zinsch. Das ist ein Held. Und die haben wir jetzt auch schon in den Videos häufiger gesehen, wie sie auf irgendwas zugelaufen sind und dann umgebracht worden sind. Das lässt auf jeden Fall auf ihre Nahkampfstärke hoffen. Und was können die? Die haben die Lehre des Feuers, die einzigen Spellcaster bisher, also abgesehen natürlich von Kairos Schattenweber, der kann das einfach mitnehmen, wenn er will, so wie wir es gesehen haben, sind die in der Lage, die Lehre des Feuers mitzunehmen, sind auch wieder Zauberer und sie können auf einem Chaospferd durch die Gegend rennen. Insofern, nochmal ein Zauberer. So, und damit kommen wir zum nächsten Helden und der nächste Held ist wieder ein pinker Horror. Wieder ein Horror, kommt noch eine Menge davon. Und zwar ein gleißender Horror, Iridescent Horror. Auch der steht hier bei dem Kapitel Rosa Horror des Zinsch, interessanterweise. Und das ist ein Held des Zinsch, der ebenfalls die Lehre des Metalls und die Lehre des Zinsch mitbringt und auch eine Scheibe des Zinsch reiten kann, sowie einen brennenden Streitwagen. Er ist praktisch identisch, meiner Meinung nach, so wie das gerade aussieht, mit dem Herald des Zinsch, nur ist er halt die Heldenversion davon. Das heißt, es ist jetzt nur noch eine Frage der Zeit, bis der erste DLC dann für die Zinsch-Armee kommt und dann wird es den Zinsch-Standard-Helden wahrscheinlich noch als irgendeine legendäre Version geben. Ja, weil es ja Standard, dass eigentlich jeden Helden, also es gibt wenige Ausnahmen, aber eigentlich gibt es jeden Helden auch als irgendeine legendäre Version und jeden legendären Helden als normalen General und dann gibt es ein äquivalentes Helden dazu.
So, also das ist auf jeden Fall dann nochmal ein Zauberer. Mega viele Zauber und endlich geht's los mit Infanterieeinheiten. Die Zinch-Einheiten. Die erste Zinch-Einheit, die wir hier sehen, ist ein Horror. Ein blauer Horror des Zinch. Und das ist so ein bisschen lore-mäßig so, dass es eigentlich so ist, dass ihr ein rosa Horror habt und wenn er kaputt gemacht wird, dann spaltet er sich auf in zwei blaue Horror. Hier ist das ein kleines bisschen anders gelöst worden. Ich meine, ich fand das hätte schon ziemlich cool gefunden, wenn ihr auf eurem Schlachtfeld so eine Einheit hättet aus billigen Zinch-rosa Horrors. Die kämpfen dann so ein bisschen, wenn sie kaputt sind, erscheinen da haufenweise blaue Horrors, um den Gegner noch weiter aufzuhalten. Das wäre schon ganz cool, aber ist jetzt nicht so gemacht, sind zwei unterschiedliche Einheiten. Die blauen Horrors sind eine Nahkampfeinheit, classified as melee troops, aber sie sind in der Lage, Flammen zu spucken. Und damit wird es ähnlich wie diese neuen Chamäleon-Schleicher sein, dass sie kurz bevor sie in den Nahkampf laufen, noch einen Angriff, einen Fernkampfangriff raushauen können. Hört sich ziemlich interessant an. Dann gibt es hier weiter unten die pinken Horror des Zinch. Die stehen jetzt nicht direkt genau bei den blauen Horrors, weil diese Zinch, pinken Horror des Zinch als Fernkampfinfanterie klassifiziert werden. Also eine total andere Einheit, was ich interessant finde und ehrlich gesagt ungewöhnlich. Und das ist dann, wie erwartet, wie wir auch schon in den Videos gesehen haben, eher die Fernkampfvariante, die trotzdem schon ziemlich ähnlich drauf ist wie die blauen Horror, aber die spucken wohl ein bisschen. Aber sind außerdem noch besser im Nahkampf. Es ist nicht so ganz klar, wo jetzt hier im Detail der Unterschied ist zwischen der Zinch-Fernkampf-Infanterieeinheit, der pinken Horror, die Feuer spucken können und besser im Nahkampf sind, im Vergleich zur Nahkampf-blaue Horror des Zinch-Einheit, die Feuer spucken können und in den Nahkampf können. Vermutlich sind die dann einfach ein bisschen günstiger als die pinken Horror. Aber es hört sich jetzt, vielleicht haben die auch eine geringere Reichweite als die pinken Horrors, aber es hört sich jetzt nicht nach einem riesengroßen Unterschied an. Aber sie sind wohl billig. Also sowohl die pinken als die blauen Horrors werden Low-Tier-Einheiten sein. Einmal die Fernkampf- und einmal die Nahkampfversion. Dazwischen gibt es die erste Nicht-Dämonen-Einheit und die haben wir auch schon sehr, sehr häufig in den Trailern gesehen. Das sind die Verstoßenen des Zinch. Ich erinnere mich noch, als ich damals häufig gesagt habe, es sind die Ausgestoßenen. Aber es sind die Verstoßenen des Zinch. Das sind ja die normalen Verstoßenen, die man auch von den Kriegern des Chaos kennt. Das sind halt irgendwelche Nahkämpfer, die in den Nahkampf rein wollen, dort kämpfen wollen. Sie gehören zu den wenigen nur Nahkampfeinheiten in der Armee des Zinch. Wir haben es ja gesehen, also auch die Nahkampf-Horror haben Fernkampfeinheiten. Und sie haben, also sie haben eine relativ hohe Rüstung im Vergleich zu dem ganzen anderen Kram. Und sie erleiden Immunität, also sie kriegen Immunität gegen Psychologie, aber sie bekommen Frenzy, also sie werden wild. Aber es ist ein bisschen merkwürdig, wie das ausgedrückt ist. Frenzy ist ja eigentlich eine Fähigkeit, die ein Bonus ist für eure Einheiten. Kriegt ihr Nahkampfangriffsbuffs, aber möglicherweise würde das bedeuten, dass sie einfach im Nahkampf hängen bleiben und sich nicht mehr steuern lassen. Einmal okay, das ist jetzt nicht überraschend, keine besonders beeindruckende Einheit, verstoßenes Zinch, gehen halt in den Nahkampf, machen Sachen kaputt. Eine weitere Fernkampfeinheit ist, ich habe es vielleicht geahnt, es sind erneut Horrors. Dieses Mal pinke Horrors, erhabene pinke Horror des Zinch und die sind genau wie normale pinke Horror des Zinch, nur besser. Langsam muss ich sagen, wie viele pinke Horrors wollt ihr mir noch geben? Ich habe es zwar schon am Anfang gesagt, es gibt eine Menge pinke Horrors hier, aber es sind echt eine Menge pinke Horrors hier in der Armee. Es hört sich schon fast schon ein kleines bisschen schade an, aber okay. Auf jeden Fall, sie sind nochmal besser und sie machen Schaden. Sehr gut. Aber das Interessante ist, sie haben nochmal eine extra Eigenschaft, nämlich sie erhöhen die Winde der Magie Nachladerate für eure Armee und es stackt sich auch. Das heißt, je mehr ihr von denen dabei habt, desto mehr Magie wird euch zur Verfügung stehen. Ganz interessant das Ganze, ganz interessant.
So, kommen wir zu Nicht-Infanterieeinheiten. Und das sind die Zinsch-Kavallerie- und Streitwagen-Einheiten. Da beginnen wir mit Standard-Chaos-Rittern des Zinsch. Das sind Chaos-Ritter, die kennen wir auch von den Kriegern des Chaos. Und die sind schwer gepanzert. Und ansonsten, sie machen auch noch Angst. Und dazu haben sie die Zinsch-Barriere. Also, wie wir am Anfang schon gesehen haben, oder wie ich am Anfang schon gesagt habe, jede Zinsch-Einheit wird Barriere, also ein Schutzschild haben, das ich immer wieder nachladen kann, von dem die Armee profitiert. Also, wir haben jetzt haufenweise Horrors gesehen, die den Gegner irgendwie blockieren werden. Und jetzt kommen langsam die schnellen Einheiten rein, nämlich Cavalry, Hit and Run, rein und raus. So sieht's aus. Fresh Dumbledore geht in ein Ohr. So, neben dieser Kavallerie-Einheit, ich meine, okay, als Standard-Chaoskrieger, die eher auf Nahkampf aus sind, also nicht die mit Lanzen, sondern die mit Schwertern und Schilden, gibt es noch die deutlich interessantere Einheit, nämlich die Verdammnisritter des Zinsch. Und das sind die Chaoskrieger, die wir auf den Scheiben des Zinsch durch die Gegend haben rumfliegen sehen. Ziemlich cool. Und die werden mit Sicherheit eine extrem hohe Geschwindigkeit haben. Hohe Ansturmboni, hohe Rüstung, eine ganz besondere fliegende Einheit, weil fliegende Einheiten bisher, so als normal fliegende Einheiten, die jetzt nicht super elitär sind, na gut, abgesehen von den royalen Pegasus-Rittern, Griffiniten, ich weiß nicht mehr, wie die Dinger von den Bretonen heißen, die keiner mitnimmt. Auf jeden Fall, aber die haben eigentlich auch keine so hohe Rüstung. Da haben wir hier reitende, auf Zinsscheiben reitende Chaos-Ritter. Obwohl, sind es eigentlich Ritter, wenn sie nicht wirklich reiten, sondern eigentlich stehen? Weil Ritter sind ja eigentlich beritten, aber okay. Ist eigentlich ein Krieger? Okay, wie auch immer. Wie auch immer, da will ich mir jetzt nicht mich zu sehr drauf fokussieren. Ihr könnt es mir gerne in die Kommentare schreiben, wie das eigentlich richtig ist. Auf jeden Fall fliegen die mit ihren Scheiben durch die Gegend. Und, ja, auch die Scheiben selbst greifen an. Eine fliegende Schockkavallerie, so ähnlich wie die Jogurette, alias Pegasus-Ritter, die wir auch schon von den Bretonen kennen. Und sie können immer irgendwo reinspringen, Schaden machen, wieder abhauen, dann ihre Schilde nachladen. Also Hit-and-Run-Taktiken werden hier sehr, sehr gut funktionieren. Dazu nächste fliegende Einheit. Der brennende Streitwagen des Zinsch, die durch die Gegend fliegen. Und dort auf diesen Streitwagen sitzen dann auch noch diese Flammendämonen des Zinsch, den wir in dem letzten Video gesehen haben, und Zaubersprüche abgeben können. Das würde dazu führen, dass die Fernkampffeuerkraft des Flammenwerfer-Dämons, der auf diesem brennenden Streitwagen sitzt, die stärkste Fernkampfeinheit in der gesamten Warhammer-Welt sein wird. Selbst stärker als irgendwelche Belagerungswaffen, also stärker als eine Höllenfeuer-Salbenkanone. Und es gibt keine anderen Belagerungseinheiten oder keine Artillerieeinheiten der Armee des Zinsch übrigens. Kann ich euch schon mal spoilern, auch wenn wir noch nicht am Ende angekommen sind. Das heißt, dieser brennende Streitwagen ist die Kanone des Zinsch. Und ist jetzt ehrlich gesagt ist auch nicht mega überraschend. Auch bei der Armee des Khorne war es ja so, dass es dort auch einen Streitwagen gab, der gleichzeitig eine Kanone ist. Und auch bei Kislev gibt es einen Streitwagen, der gleichzeitig eine Kanone ist. Es wird halt von Bären gezogen. Insofern jetzt auch nicht extrem überraschend. Es ist nur die Frage, wie viel kann er schießen? Kann er viel schießen? Kann er wenig schießen? Naja, wir werden das sehen. Auf jeden Fall soll er richtig heftig raufhauen und auch noch ein Streitwagen sein. Beweglichkeit wird hier sehr viel vorhanden sein in der Armee des Zinsch, das wissen wir ja mittlerweile. Oh meine Güte, die könnt ihr gar nicht mehr im Fernkampf treffen, wenn jemand halbwegs ordentlich immer dodgt mit seinen Einheiten, trefft ihr die nie. Ja, das wird unterhaltsam, ich bin mal gespannt. So, neben den Streitwagen fliegenden Einheiten und Gedöns kommen jetzt andere fliegende Einheiten, nämlich die Zinsch Monster und Bestien. Es beginnt mit den Chaos Furies und das sind auf Deutsch interessanterweise die Chaos Gargoyles. Schreie des Chaos, Furien des Chaos, Krähen des Chaos, alle diese Namen sind bekannt und das sind ja Hit-and-Run-Harpien ähnliche Kreaturen, die im Gegensatz zu den anderen Armeen des Chaos hier nochmal die Schilde, die Barriere, wie sie heißt, des Zinsch haben und deswegen vielleicht nochmal ein bisschen effektiver für Hit-and-Run-Angriffe sein werden. Nette Geschichte. Notable Characteristics dieser Screamer ist nicht überraschend, oder heißt sie Screamer? Furies, genau. Chaos Furies, die Screamer kommen gleich noch, sind leicht
ungepanzert, trotzdem stark im Nahkampf. Sowas wie eine leichte Kavallerie und ja, muss man immer rein und raus schieben aus dem Kampf, um sich dann die Möglichkeit zu geben, die Barriere immer wieder aufladen zu können. Nächste Einheit im Roster des Tsinch sind die Chaosbruten des Tsinch. Ja, kennen wir schon. Chaosbruten des normalen Chaos, das werden die hier auch sein. Und hier steht nicht mal irgendwie irgendwas Besonderes dran, dass die irgendwas Besonderes können. Insofern vermutlich absolut identisch. Abgesehen davon, dass sie wahrscheinlich auch über die Barriere des Tsinch verfügen, die sie so ein bisschen für eine Weile schützt vor irgendwelchen Angriffen. So viel dazu. Und dann kommt eine Einheit, die mich ein kleines bisschen wundert. Wir haben nämlich hier Tsinch Monster und Bestien. Und jetzt kommt nochmal ein Herrscher des Wandels. Und Okay. Ich verstehe schon. Ich habe jetzt gedacht, dass die Herrscher des Wandels werden eigentlich immer die legendären oder die normalen Generäle des Tsinch, die wir hier oben gesehen haben. Wir sehen ja eigentlich schon den legendären Kairos Schicksalsweber plus den erhabenen Herrscher des Wandels hier oben als General. Und den Herrscher des Wandels gibt es jetzt allerdings auch nochmal als normale Monstereinheit. Und der kann auch Zaubersprüche raushauen. A fully fledged Spellcaster. Und so, also er ist eine Single Entity Unit. Also wir wissen ja, die sind super stark. Und er kann fliegen, natürlich wie die anderen Herrscher des Wandels. Da werden wir, glaube ich, kaum irgendwelche Überraschungen erleben. Und die Frage ist, was ist jetzt hier großartig anders an dem Herrscher des Wandels, der nicht General ist, und dem erhabenen Herrscher des Wandels? Vermutlich ist der erhabene nochmal einen Hauch besser irgendwie. Aber ja, ist jetzt halt normal einer. Eine ganze Menge Herrscher des Wallens. Dann kommt der Flammenwerfer, der Flammendämon des Tsinch. Da haben wir gestern das Video dazu gesehen. Und das sind ebenfalls, die sind ebenfalls in der Lage, Flammen durch die Gegend zu werfen. Und sie kommt später im Spiel dazu. Eher eine Later-Game-Einheit, eine starke Monster-Einheit, die sich auch im Nahkampf behaupten kann. Und das wird so ein kleines Regiment sein, ein kleines Regiment, so im Stile vermutlich von Trollen, mit vielleicht bis zu 12 Modellen, die in einem Regiment drin sitzen, und die auch dann halt hauptsächlich Fernkampfangriffe, und wenn es sein muss, können sie auch in den Nahkampf gehen. Vielleicht so ein bisschen wie die Salamander-Jagdbeute mit etwas anderer Angriffsart und Weise. Neben diesen Flammendämonen des Tsinch gibt es die sehr kreativen, erhabenen Flammendämonen des Tsinch. Danke dafür, die haben ein bisschen längere Nase und nur noch einen Kopf anstatt vier. Ich schätze, da hat sich dann einer durchgesetzt und deswegen sind sie stärker geworden oder so. Und die sind mehr oder weniger nochmal das Gleiche, so wie ich das hier sehe, wie die normalen Flammendämonen des Tsinch, nur besser. Sehen auch gleich aus. Angeblich, likely to be the most powerful ranged attack on the battlefield, including siege weapons. Und die werden wahrscheinlich auf dem Streitwagen rumhängen. Also, es hört sich ziemlich beeindruckend an, wie viel krassen Fernkampfschaden die angeblich machen sollen, die Tsinch-Armee. Mal sehen, ob das hier anständig gebalanced wird. Wir werden sehen. Aber sie haben wenig Munition und deswegen muss man sie relativ schnell in den Nahkampf bringen, wo sie nicht sonderlich gut sind. Aber ich denke mal, das wird ein standardmäßiges Schema der ganzen Tsinch-Dämonen sein. Im Fernkampf hauen sie richtig gut rein. Ich vermute aber auch, dass sie nicht sehr hohe Reichweite haben werden. Das ist bei diesen Flammenwerferwaffen jedenfalls bisher nicht so richtig üblich gewesen. Allerdings sind die Tsinch-Armeen sehr, sehr schnell. Könnt ihr vielleicht im Gegensatz zu den Zwergen, die auch Flammenwerferwaffen haben, in die Nähe des Gegners gehen, schießen und euch dann nochmal zurückziehen, was ja bisher nicht möglich sein wird. Also viel Micromanagement hier in dieser Armee notwendig. Und jetzt kommen wir zu der nächsten Einheit, die für alle Chaos-Armeen recycelt wird, nämlich den Seelenzermalmer, den Soulgrinder des Tsinch. Und der ist gar nicht bei mir in meinem Regelbuch drin. Und den gibt es übrigens auch für Warhammer 40k. Und der sieht sowas nach 40k aus, dass es knallt. Also ich habe die auch gesehen für Warhammer Fantasy, aber die sehen nicht so mechanisch aus. Das sieht ja auch fast schon aus wie eine Space Marine Servomodul hier auf dem Rücken, auf dem man sich da rumgewegt. Aber okay, sei es drum. Der Seelen
Zamalma, der Soul Grinder des Siege, ist ein, die ist ein bisschen anders wohl als die anderen Soul Grinder der Chaosgötter, weil er hat einen lang reichweiten antigroßmagischen Speer, den er durch die Gegend werfen kann. Also insofern so eine Art Orion, aber dämonisch und direkt aus 40k entsprungen. Und er wird außerdem noch in der Lage sein, im Nahkampf halbwegs ordentlich zu kämpfen, so wie es aussieht. Und das war's mehr oder weniger mit der Chaos-Armee des Siege. Was haltet ihr davon? Findet ihr sie gut? Findet ihr sie schlecht? Findet ihr sie könnte ein bisschen mehr Einheiten vertragen? Ich muss zugeben, ich finde, sie könnten vielleicht ein bisschen mehr Einheiten vertragen. Aber immerhin, ich denke mal, das Thema der Armee ist ganz klar mega viel Magie. Meine Güte, haben die viele Zauberer in ihrer Armee und irgendwie muss es dann auch die Armee überarbeitet werden. Also deswegen wird ja auch die Art und Weise, wie Magie gemacht wird und wie Magie gewirkt wird und wie die Magie funktioniert, geändert werden, weil das ergibt sonst gar keinen Sinn. Ihr habt momentan überhaupt gar keinen Nutzen daraus, mehrere Zauberer, also es gibt schon manchmal Nutzen, zwei Zauberer mitzubringen, aber hier ist es offensichtlich auch eine gute Idee, vielleicht mal drei oder vier Zauberer mitzubringen, die sich irgendwie gegenseitig unterstützen. Das wird schon ziemlich heftig. Wir haben einen Sack voll Zauberer, wir haben haufenweise starke Fernkampfdämonen und relativ wenige Wegwerftruppen. Das sind offensichtlich die Horrors, denen wird die Aufgabe zufallen, den Gegner aufzuhalten. Vielleicht so mit noch ein paar Verstoßen des Ziehen, die ich ehrlich gesagt ein kleines bisschen langweilig finde. Also wenn die sich irgendeine Einheit hätten hier für Zinsch aussuchen sollen, also die irgendwie besonders ist, hätten es wirklich die Verstoßenen sein müssen? Was hätten wir denn eigentlich noch gehabt? Was hätten wir denn noch? Wir haben Feuerdämonen Zinsch hier drin in meinem Büchlein, die Kreischer des Zinsch. Moment mal, haben wir die Kreischer des Zinsch übersehen? Moment mal, die Kreischer habe ich irgendwie übersehen, oder? Chaos Fury. Oh, ich habe die Screamers des Zinsch übersehen. Oh, Leute, das tut mir echt leid. Ich habe gerade, weil das hier die Überschrift ein bisschen falsch gelaufen ist. Die Kreischer des Zinsch sind diese fliegenden, rochenähnlichen Dämonen, die auch nochmal ein Chaos-Dämon des Zinsch ist. Und mal Screamers of Zinsch. Wir geben es hier mal kurz ein, damit ihr es sehen könnt. Das sind diese Viecher hier, die habt ihr auch schon in den Videos gesehen. Fliegen durch die Gegend und leichte, frühe Kavalleries-Äquivalent. Also so ein bisschen wie irgendwelche schwarzen Reiter der Dunkelelfen. Genau, ich habe sie gerade hier mit dem Eintrag der Chaos-Gargoyles hier oben zusammengemischt. Vermutlich sind die Chaos-Gargoyles hier oben ein bisschen langsamer. Die Screamers, die Screamers des Zinsch ein kleines bisschen schneller. Gut, und zugegebenermaßen, hier auch bei mir in diesem Regelbuch stehen nicht wirklich viel mehr Einheiten des Zinsch dran. Also mussten sie wahrscheinlich irgendwie sagen, okay, irgendwie brauchen wir schon eine andere Einheit, die halbwegs im Nahkampf was taugt. Und deswegen sind die Verstoßenen dann noch mit reingerutscht in diese Liste aus Einheiten. Okay, aber ganz klar, extrem Hit and Run. Die Armee wird bestimmt nicht in der Lage sein, richtig zu kämpfen, also auf dem Schlachtfeld und sich lange zu halten, wird schnell überrannt werden. Sie ist darauf angewiesen, den Gegner immer hart und schnell zu treffen, reingehen in den Kampf, Ansturmbonus abholen, bisschen Schaden kriegen, wieder abhauen, dann die Barriere des Zinsch aufladen und das Ganze wiederholen, bis der Gegner niedergeprügelt ist. Es sind die neuen verbesserten Waldelfen und alle werden sie hassen. Vor allem ich. Es sei denn, ich spiele sie selber. Es wird sehr unterhaltsam. Gut, und damit bedanke ich mich fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen, dem Hamster ein bisschen beim Rambling zuzuhören. Bald wird es übrigens auch ein Steady-Patreon geben und ja. Ich überlege mir gerade was, wie ich das anstelle. Dieses Jahr wird das noch gestartet. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Hashtag 8%. Und bis zum nächsten Mal.